Es ist Unboxing-Zeit. Es geht in den Wilden Westen mit Zombies halt. Genau. Undead or Alive in Deutsch. Und ja, ihr seht, ich sag mal nur Klapper die zweite. Auch uns passiert das ab und zu. Wir haben gerade schon ausgepackt und euch alles erzählt und gezeigt. Und irgendwann ist uns aufgefallen, die Kamera war nicht an. Und ja, jetzt zeigen wir es euch nochmal. Aber deswegen ist die Folie schon ab. Kann passieren, Künstlerpech, wie man so schön sagt. Hier sind die Seiten. Also man kann es waagerecht und senkrecht im Regal lagern. Finde ich schon ganz praktisch. Und so sieht es von hinten aus. Wie ihr seht, schön alles in Deutsch. Und ja, wir haben es schon mal gespielt, nachdem es immer wieder bei uns in den Must-Have vorgekommen ist und immer wieder bei uns gesagt wurde, ihr müsst es mal spielen. Da haben wir das halt in Englisch schon mal gespielt mit den Yogi von den Dice Brothers. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ja, jetzt gibt es aber mittlerweile die deutsche Version, was ich ja viel besser finde, weil ihr wisst ja, Deutsch bevorzuge ich beim Spielen. Und weil ich halt einfach besser verstehe, worum es geht und ich mal übersetzen muss. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Kanten. Boah, das ist schwer. Du grinst schon. Anders, ja klar, wenn ich sehe, dass du dir einen abhebst. An der Seite sehen wir schon mal die Charaktere, die spielbar sind hier in der Grundbox. Genau. Ich nehme schon mal die Anleitung. Genau. Und wie ihr seht, also das ist mehr als nur eine Anleitung gefühlt, denn wir sind hier in Summe bei 60 Seiten, wobei da jetzt wirklich alles drin erklärt ist. Also wirklich jede Fertigkeit, es sind die Szenarien auch mit drin natürlich, die Missionen. Und wenn ich mal gucke, ab 44 gehen die Missionen los. Also gut ein Drittel ist Missionsbeschreibung. Ja, also man muss natürlich sagen, dass das, ja, ich sag mal, dadurch, dass die ganzen Erweiterungen schon da drin sind, ne, Erweiterungen sind es ja, Nein, das nein. ist die reine Ah, es ist die reine Grundbox. Grundbox, genau. Ist aber trotzdem viel zu lesen. Ja, aber wie ihr seht, also ich freue mich drauf, schon das Regelwerk studieren zu können, sage ich Ja, jetzt hier mal bewusst. genau. Wobei wir den Vorteil haben, dass wir das schon einmal gespielt haben. So, da, so sieht es von innen aus. Also wir haben hier eine schöne Box, die man erstmal rausholen kann. Da sind dann gleich die Miniaturen drin. Legen wir So. die mal an die Seite. Und ja, und von innen sieht es dann so aus. Wir haben hier einmal diese, ja, Papptrenner. Ich weiß gar nicht, ob man die hinterher drin Die lässt. sollten wir drin lassen, weil sonst schlagen dir deine Spielpläne durch die Gegend, weil die passen ja sonst nicht mehr stoßsicher da rein. Ah, okay. Gut. Dann haben wir hier, ja, das sind die Züge oder die Und die Schienen, Schienen, genau, weil Zug und Schienen. ich glaube, das habe ich mitbekommen. Das ist das erste Mal tatsächlich, dass also auch hier tatsächlich nicht nur die normalen Spielplatten, die für Zombies halt typisch drin sind, sondern auch tatsächlich man eben halt eine Schienenbahn hat. Ja, hier haben wir auch jetzt die verschiedenen Sachen zum Rauslösen. Ja, so sieht es von vorne und so von hinten Ja, aus. man sieht, es kommt also erstaunlich wenig Tokens ins Spiel eigentlich, weil das sind alle Tokens, die wir haben. Mehr kommt gar nicht mehr dazu. Ja, und jetzt haben wir, ja, das Spielfeld besteht aus mehreren Quadraten. Jetzt können wir euch die einmal alle zeigen. Ich kann die mal einmal komplett Genau, rausholen. weitestgehend ist das eine Westernstadt in Genau. irgendeiner nicht näher benannten Stadt, die man eben halt dann immer wieder zusammensteckt. Je nachdem, welche Mission man spielt, hat man die Pläne mit den Nummern und den Zahlen und die Genau. Stecken legt man zusammen. Genau. Ja, da haben wir dann verschiedene Zimmer, die wir durchforschen und durchwühlen müssen quasi. Unter anderem. So, Vorder- und Rückseite zeige ich euch natürlich alles, da auch. Und hier haben wir auch so, ja, so Podeste, von denen kann man dann im Fernkampf auch, ja, kämpfen. Und Leg mal das Messer weg, du hast das, schlägst das Spielmaterial auf die Klinge. das wollen wir natürlich nicht. Unglaublich. Das ist jetzt, ja genau, weil wir gerade mich mit dieses Dilemma mit der Kamera hatten. Aber Völlig von der Spur, die Frau. genau, kann passieren. Ja, also schön finde ich tatsächlich auch hier zumindest, was man so an Kleinigkeiten sieht, eben halt so wie hier liegen Spielkarten auf dem Tisch in einem Saloon. Ne? Ja, und jetzt geht's weiter. Hier, jetzt öffnen wir mal die Kiste von innen. Sieht schon richtig klasse aus. Auch Und ja, hier findet alles seinen Platz, wie ihr seht. genau. Ja, und die Karten, ja, die sind schon auch, die Folie ist schon ab. Also die waren natürlich in Folie, die Karten. Aber wie gesagt, gerade war die Kamera ja nicht an und da haben wir mit uns selbst geredet quasi. Ja, aber du kannst aber hier, wenn du willst, jetzt hast du ja wenigstens die Karten schon befreit, ja auch mal die Karten durchgehen.
Genau, dann kann ich die einzeln mal gucken mit euch, ne? Also wir haben hier die verschiedenen Charakterkarten, aus denen man halt dann am Anfang sich einen Charakter aussuchen kann. Hier haben wir ein Karl, eine Conception, Konzeption. Conception, Hannah, Henry und so weiter und so fort. Und die haben alle hinten auch noch so einen kleinen, ja, so einen kleinen Flavortext, wo sie dann halt quasi auch noch mal irgendwelche Fähigkeiten, jeder Charakter hat dann auch irgendwie spezielle Fähigkeiten, noch mal erklärt sind, so auf der Rückseite. Ja, das, was ich auch sehr schön bei dem Ganzen finde, ist, Nehmen wir mal alle raus, bis auf eins, und dann zeigen wir euch mal das eine. genau. Und jeder Spieler bekommt natürlich für seinen Charakter hier so ein hübsches 3D-Insert, wo er dann hier den Charakter reinlegen kann Genau. und dann hier oben seine Kartenhand quasi abstecken kann. Er kann sich ausrüsten und dann haben wir den Fähigkeitslevel, den Erfahrungslevel. Genau. Ja. Und hier, ja, das große Endmonster-Gegner, wie auch immer, der große. Ja, die Brut heißt der, Ja, glaube ich, ne? ja. Und hier haben wir dann jetzt die verschiedenen Miniaturen. Ach, Karten hast du schon gezeigt, Noch oder nicht, nicht? nein. Ja, verschiedene Miniaturen haben wir hier. Genau. Die in Braun, das sind dann die Charakter, also die guten. Und dann die Grauen, das sind dann die Zombies in verschiedenen Variationen und Motiven. Genau, wer Zombies halt von euch vielleicht schon kennt, auch die normalen Versionen, die sind sich ziemlich ähnlich. Man hat eben halt schnelle Läufer, Zombies, langsame Zombies, dicke Zombies. Wir haben eine Abnormalität. Ja, also für jeden was dabei. Hier gibt es sogar männliche wie weibliche Zombies. Wir können ja mal hier die verschiedenen Figuren mal rausholen, dass wir die euch mal näher ranholen gleich. Genau. Und ja, sind sehr detailreich, finde ich eigentlich sehr schön gemacht. Und ja, was mir jetzt auch gefällt, ist natürlich, wir haben Holzwürfel. Die Holzwürfel haben wir hier in dem Tütchen drin. Finde ich auch sehr schön. Und die sehen aus wie von einem Kartenspiel, die Ja, die Würfel. Pokerkarten, ne? Genau. Ja. Und ja, dann haben wir Da haben wir hier. einen. Ja, dann haben wir hier noch ja quasi Farbringe, Besitzringe für irgendwelche. Wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wenn man irgendwas hat oder wofür waren die nochmal? Ich weiß das gar nicht. Ja, für die Spieler selber, für die Ah ja, genau. Spielerfiguren, Ach ja, für genau. die Helden. Genau, damit man weiß, Dass man doch weiß, wer welche Figur wen spielt. man spielt. Genau, damit man es besser kennt, denke ich mal. Ne? Hier haben Ja. wir dann passend dazu quasi, was ist das? Granit oder was? Ne? Dynamit. Dynamit, Granit, Dynamit. Und dann haben wir hier die verschiedensten Karten. Einmal haben wir natürlich, ja, einmal welche Karten, einmal irgendwelche Monsterkarten, damit wir wissen, welche Karten auf uns zukommen quasi. Dann haben wir verschiedene Ausrüstungskarten, das sind diese blauen Karten. Ne? Hier erkennt man das von hinten, aber auch von vorne erkennt man die natürlich auch, die blauen Karten. Und ja. Graue, das sind dann auch wieder verschiedene. Ich glaube, das waren Das sind die Grund, die Ausrüstungskarten. Ausrüstungskarten, aber die haben verschiedene Wertigkeiten gehabt, ne? Ja, wie gesagt, wir haben es einmal gespielt, sind neugierig, wie das demnächst weitergeht. Also da haben wir Ja. leider verloren bei der Erstpartie. Ja. Aber ja, wir sind gespannt, werden euch natürlich davon berichten. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Hausis, Tanja Thorsten. und Familie Enterich. Tschüss. Tschüss.